St. Martin ist ein verzauberter Ort. Viele Erzählungen und Sagen ranken sich um den Grimming, an dessen Fuß die kleine Gemeinde liegt. Für Jin Yan eine willkommene Gelegenheit, 2 Wochen mit Märchensammeln zu verbringen. Die chinesischen Götter sind wie alle Götter sehr neugierige Wesen. Sie wollen immer und überall über die wichtigen Dinge auf der großen, weiten irdischen Welt informiert werden. So kam es, dass ein alter, weiser Drachengott seine Macht in eine gewöhnliche, rote Papierlaterne hauchte. Als die Laterne mit seinen Atem in Berührung kam, fing sie an einigen Stellen zu brennen an. Wie im Handumdrehen fraß sich das Muster fliegender Drachen in das Material. Alte und neue, steirische und südchinesische Geschichten sind dabei entstanden. Jin Yan hat sie alle bei ihrer Abschlussveranstaltung in Buchform präsentiert und daraus vorgelesen. Nicht nur die kleinen Gäste waren begeistert und fühlten sich inspiriert, einen Beitrag zum Buch zu leisten. Es sah fast so aus wie er selber, aber irgendwie wieder nicht. Grüß dich, sagte der Fremde. Leifo war ganz verwirrt. War das als Gruß zu verstehen? Hallo, antwortete Leifo. Ich bin der Grimli, der Hausdrache von St. Martin. Das ist der Ort, wo du gerade gelandet bist. Woher kommst denn du? Ich hab dich noch nie gesehen in der Gegend. Plapperte der andere, der offensichtlich ein Drache war, munter weiter. Leifo war noch immer völlig hin und weg. Es gibt also doch noch andere Drachen, dachte er voller Freude bei sich. Beim anschließenden Mittagessen ließen sich alle einen steirisch-chinesischen Mix aus Backhändl und Frühlingsrolle schmecken.